Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Beim letzten Mal, wie soll ich sagen, das war ja schon irgendwie ein Treppenhaus des Todes, des Fails. Also für die, die es nicht gesehen haben, bitte schaut es euch an. Also zu dem Treppenhaus, zu dem kleinen, zu dieser Ecke möchte ich eigentlich nichts mehr sagen, weil es geht ja, es wird wahrscheinlich gleich noch weitergehen. Aber was hauptsächlich interessant sein sollte aus dem letzten Part, ist gewesen, dass wir in der Universität Professor Galvani gefunden haben. Leider nicht mehr lebend. Vor unserem Eintreffen hat er sich das Leben selbst genommen. So wie es schien, auch wenn er sich kurz darauf wegmaterialisierte. Wir haben von ihm den Codeschlüssel an uns genommen. Zumindest einen weiteren Hinweis erhalten, wo sich die Spieluhr höchstwahrscheinlich befinden würde. Innerhalb der Bibliothek. Wo die genau ist, keine Ahnung. Aber da werden wir früher oder später auch noch hingelangen. Was jetzt allerdings eher wichtiger und im Vordergrund steht, ist die Tatsache, wir müssen erstmal schauen, ob wir dieses wild gewordene Pulk an zielgesteuerten Wehrmachtssoldaten irgendwie kontrolliert eins nach dem anderen ausschalten können, ohne dass jetzt nochmal im Wiederholdurchlauf sich so eine Fail-Parade wie letztens ereignet. Also ich kreuz meine Finger, drück die Daumen. Was kann ich eigentlich noch tun? Nicht viel. Gut, ich kann dreimal klopfen. In der Hoffnung, dass es klappt. Aber ey, das, was beim letzten Mal echt abging, das war ja... Also selbst für mich war das echt heftig. Und ich habe gedacht, ich würde das doch irgendwie hinkriegen, aber nein. Ja, genau da hinten. Genau da, diese Leute. Und vor allem, das sind nicht nur drei, das sind auch nicht nur vier. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, aber es sind definitiv zu viel. Auf ein neues. Ja, schön, dass ihr genau wisst, wo ich sitze. Oder gekrochen bin. Obwohl es keinen Indiz dafür gegeben hat. Keinen Hinweis, nichts, nada, niente, null. Alter, ihr nervt. Wisst ihr das? Ihr nervt mich. Vielleicht sieht sie hier auf der anderen Seite ein bisschen entspannter aus. Ja, genau. Jetzt könnt ihr suchen, bis ihr schwarz werdet, ey. Bis der Doktor kommt. Gebiet, neue Feinde, neue Chancen, wohl bemerkt. Oh, da sollte keiner nach ihm suchen.
bis jetzt alles verschlossene Türen. Alter. Ich habe es im letzten Part ja schon mal angesprochen, aber stellt euch mal vor, Rebellion würde das tatsächlich eines Tages durchboxen. Ein Sniper-Elite-Teil in VR. Puh. Oder noch nicht mal VR, aber halt aus der First Person. Was würdet ihr davon sagen? Wäre das geil? Würde sich das tatsächlich nicht lohnen? The library. Ah. Varianna told OSS the research was contained in a music box. Looks like the Nazis don't know that yet. Okay, die Bücherei ist also hier hinten rechts. Okay. Haben wir es auch schon mal gefunden. Ich war schon lange nicht mehr hier drin, aber holy. Mir war nicht mehr bekannt, wie fett und riesig diese Bibliothek ist. Oh, ich habe so eine miese Vorahnung, dass das alles hier die Bibliothek ist. Kann eigentlich gar nicht, weil dann... Hä? Man, es ist eine Uni, ja, aber... Okay. Nicht jede Universität ist ja gleich aufgebaut, nicht wahr? Aber das überwältigt mich dann doch schon so ein bisschen. Okay. Solange die Leute hier drin noch nicht wissen, dass wir da sind, ist ja alles in Butter. Ja, okay, wenn wir vorhin nicht ausgekommen wären, dann hätten wir es auch gelesen. Bewegt sich hier nichts, noch sehe ich keinen. Das sieht mir nach einem Hörsaal aus. Seine eigene Schwester verraten. Alter, bist du krank. Bist du kalt, ey. Aber wir kommen so schnell nicht an die beiden Leute ran. So viele Wege, ey. So viele Türen. Und so wenig Dunkelheit hier drin. Ah, okay, da geht's also zu dem gleichen Hörsaal. Mhm. Verstanden. Und was ist hier? Hier waren wir ja. Ja, selbst die Leute im weißen Kittel tragen Knarren. Ich habe schon gerade echt für einen Augenblick gedacht, es wäre ein Zivilist. Frage, soll man den Typen auch töten? Muss man das? Um an irgendwelche Infos zu kommen? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Jetzt will wieder keiner, ne? Notiert sich da gerade irgendwas. Shit.
hier in der Ecke sollte es echt dunkel genug sein, damit er mich nicht sieht. Wenn er denn überhaupt nachguckt. Aber ich schätze mal, dann... Oh nee, kommt er doch raus. Wer ist das überhaupt? Unbekannter Soldat, okay. Einer, über den die Regierung gar nichts weiß. Aber er trägt eine Waffe und somit ist er gefährlich. Und ein Feind. Das sind ja eine ganze Menge. Also ein Offizier, also. Nicht nur Wissenschaftler oder Mathematiker, sondern Offizier. Gut, das schon mal zu wissen. Das sind alles drei Leute, über denen hier keiner was Bescheid weiß. Gut, ich gehe wieder anders an die Sache ran. Nicht einfach reinlaufen, nicht einfach den Leuten Shake Hands anbieten. Nein. So macht man es nicht. Also so würde man es machen, wenn hier nicht jeder, sag ich mal, eine Knarre bedienen würde. Alles klar. Wieso auch nicht? Ist auch offen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Ah. Okay, das haben wir ja vorhin schon gesehen, der Treppenansatz. Auch ganz schön riesig hier, diese Räumlichkeiten. Ja, drei weitere Unbekannte. Zumindest können sie jetzt der Wehrmacht, der Walküre, den Nazis nicht mehr dienen. Und was Sie hier sehen, Ladies and Gentlemen, ist etwas, was ich mir aus dieser Mission definitiv mitnehmen möchte. Wir hatten beim Funkgerät des Propagandaministers Habermann bereits Munition dafür aufgesammelt. Und wir sehen hier eine Blaupause, an was diese Leute eventuell mal gearbeitet und geforscht haben könnten. Das war überraschend, aber wir waren schneller. Da hinten kommt noch einer. Das, was ich hier hinter der Wand gesehen habe, muss der sein, den wir von oben runtergeworfen hatten. Ja.
Luftlinie passt. Steht er da hinten oder ist er abgebogen? Ne, das ist ein Lampenschirm. Hä? Private Flashlight wieder exposed. Uns natürlich, nicht andersrum. Hallo. Ach Mann. Ey, das wäre so gut gewesen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es vorher schon mal geschafft habe, einen hier über so eine Fensterbank zu ziehen. Ich meine, zeitlich hätte es ja gepasst. Wenn der andere nicht genau just in dem Moment wieder zurückgekommen wäre, hier in diesen langen Korridor. Na, Freunde, jetzt will doch keiner mehr, oder was? Und wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt hier ransetze. Gut, von dem Offizier ist momentan noch keine Spur zu sehen. Er dreht sich wieder um, der Offizier kam gar nicht diesmal. Die Räumlichkeiten werfen wir natürlich auch gleich noch einen Blick. Never. Ey, das ist so eine Lachnummer, ne? Klar, das hat er jetzt wieder nicht gesehen. Alles klar. Weißt du doch Bescheid, ne? Er konnte sich nicht entscheiden, ob rein oder raus. Frische Luft schnappen, aber halt noch mal auf andere Art und Weise. Okay, der Typ kommt gar nicht mehr. Auch gut. Ah. Nichts gefunden. Gut, dass das nochmal mit hinzugefügt wird. Das war ein Fehler. Das wird bestraft mit dem Genickzwirbler. Zu rechtens. Die Leute überraschen mich echt jedes Mal aufs Neue. Der
Ja, der kann sich nicht entscheiden, ob rein oder raus. Der hängt einfach mitten im Fensterrahmen fest. Aha! Wir sind wieder am Eingang. Nur, dass wir jetzt unten sind, nicht oben. Oh, ein Brief. Sehr geil. Was haben wir denn da? Ein verschiedenes Dokument. Telegramm an Oberst Arling. Paket aus Rocca-Sumara abgefangen von feindlichem Agenten. Stopp. Wir also. Gefahr weiterer Infiltration. Stopp. Ja, passiert ja gerade. Sicherstellen, dass Galvanis Forschung in unserem Besitz ist. Stopp. Zeitplan für Todessturm gestrafft. Stopp. Werwolf sieht alles. Wer oder was wird das wiederum bedeuten? Eine weitere Frage, auf die wir bis jetzt noch keine Lösung parat haben. Aber die Leute wissen schon mal Bescheid, dass es, sag ich mal, Komplikationen gab. Und dass es wahrscheinlich auch weitere Schwierigkeiten geben wird. Das nenne ich doch mal ein Tor, ey. Junge, Junge. Auch was Schönes? Nee. Ein Klassenraum. Ein Unterrichtszimmer. Dann ist das hier der Keller, ne? Ja, genau, okay. Den Rundgang haben wir abgeschlossen. Was sagt denn die Uhr? Für eine gute 6 Minuten. Wir können also immer noch. So hoffe ich. Immer noch dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Und die Lage sollte sich ja mittlerweile wieder beruhigt haben. Ich hoffe mal, es stimmt auch und nicht, dass mich jetzt hier wieder irgendwer überrascht. Einfach nicht mehr zu fassen, Alter. Immer ist es derselbe. Als hätte man sich echt virtuell abgesprochen. Vielleicht komme ich ja jetzt mal dazu, die ganzen Leute hier zu looten. Gut, aber keiner von den Leuten hatte was. Okay. Also für mich ist das immer hier noch das Treppenhaus des Todes. Davon schweife ich auch nicht ab. Okay, die Leute haben sich anscheinend wieder beruhigt. Und es sind diesmal vier und nicht zwei Leute. Musste soeben erfahren, dass sein Neffe getötet wurde. Bad News, Mann. Wurde durch einen Querschläger niedergestreckt. Lag einen Tag in einem Schützengraben von Leichen mit. Oh, Alter. Das ist ja auch schon echt miserabel, Mann. Never, Alter, niemals.
Ihr könnt mir ja einiges könnt ihr mir anschwatzen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Scheiße. Saß noch eben gerade noch hier. Dazwischen steht einer. Also keiner hat geschossen. Das heißt ja immer noch, wir können die Leute als Geist killen. Oder zumindest per Geistkill ausschalten. Sind wir wieder hier. Ich bin der Meinung, das führt zu einer Sackgasse. Das wird nicht gut enden. Das ist bis jetzt auch nur der eine. Da Galvania hier sowieso nicht mehr drin liegt, sollte das wahrscheinlich auch keinen stören, dass ich ihn da auf den Teppich lege. Holger steht da hinten immer noch wie angewurzelt. Schon seit etwas längerer Zeit, wohl bemerkt. Also ein von vier Offizieren ist schon mal weg. Einer stand ja hier noch drin, aber wo sind denn die anderen beiden? Okay, hab einen gefunden. Oberstleutnant Olaf Sauerbrunn. Musst du ausgerechnet jetzt weggehen? Zwei sehe ich, aber wo ist der letzte? Der da hinten ist ein Infanterist. Der zählt nicht. Willst du mich verarschen, Alter? Wollte der gerade mich wirklich komplett fronten? Da habe ich dafür, dass der Timer gerade ging, echt verdammt gut reagiert. Man wird hier echt aus Ecken angegriffen, wo man es einfach nicht erwarten würde. Gut, Freunde. Bevor sich jetzt hier noch irgendwer dazu entscheidet, prompt die Position zu wechseln, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Let's Play Sniper Elite 4.